war 1989. Die 80-jährige Emilie Diekmann wohnt noch in ihren eigenen vier Wänden, besorgt noch ihren Haushalt und kümmert sich um ihren Sohn Uwe und dessen vierköpfige Familie. Eines Tages, ihre Kinder sind in Urlaub, brennen ihr drei Koteletts an. Die Hauswirtin erpicht auf Emilies Wohnung, ruft die Feuerwehr. Wegen Verdachts auf Rauchvergiftung wird Emilie ins Krankenhaus eingeliefert. Als sie sich dort den ärztlichen Anweisungen widersetzt, landet sie in der geschlossenen Abteilung eines Pflegeheims, wo man die Rebellierende mit Medikamenten ruhig stellt. Der zuständige Vormundschaftsrichter findet eine alte Frau vor, die nicht mehr ansprechbar ist. Vertrauend auf ein psychologisches Gutachten zementiert er die Heimunterbringung. Vom Urlaub zurück versucht Emilies Familie, deren Freilassung zu erreichen. Als das misslingt, alarmiert sie die Presse und entführt Emilie aus dem Heim. Der Fall wird zum Politikum. Das Gericht überträgt die Pflegschaft einschließlich der Vermögenssorge und Aufenthaltsbestimmung auf Uwe, unter der Bedingung, dass er seine Mutter bei sich aufnimmt. Seitdem sind 2 Jahre vergangen. Inzwischen wurde das alte Vormundschaftsrecht reformiert und durch ein Betreuungsgesetz ergänzt, das den Betroffenen mehr Rechte einräumt. Emilies Leben hat sich dadurch nicht verändert. Sie fühlt sich nach wie vor als Mensch zweiter Klasse. Abhängig, bevormundet, überwacht. Also diese Preise, man weiß gar nicht mehr, wie man das noch bezahlen soll. Hallo, Emmy. Antje, was machst du denn hier? Ich denke, du bist bei Uwe in der Werkstatt. Och, der kommt doch schon mal eine Stunde ohne mich aus. Ich war ja schon seit Ewigkeit nicht mehr auf dem Markt. Na, sei froh. Kostet alles ein Vermögen. Du musst ja hier nicht kaufen. Im Supermarkt ist alles billiger. Aber was hast du denn für einen verrückten Hut auf? Habe ich gerade gekauft. An der Ecke ist so ein Laden mit alten Klamotten. Emmy, wir müssen sparen. Das Geschäft läuft doch nichts ab, solange wir noch im Aufbau sind. Ich weiß, müssen wir jeden Pfennig dreimal umdrehen. Den habe ich gekauft von meinem Geld. Tja, jetzt bin ich aber dran. Also von dem da. Ein halbes Pfund. Der kostet ja fast 10 Mark. Naja, dafür ist aber auch klasse. Wer heute gesund bleiben will, muss sich gesund ernähren. Und von dem Schweizer, 150 Gramm. Du, der hat nur 15% Fett. Ist verdaulicher am Abend, nicht? So, bitte sehr. Und was nehmen wir noch? Ich hätte noch einen sehr preiswerten Camembert im Angebot. Danke, das reicht. Aber du, er hat recht. Der Camembert ist wirklich preiswert. Ja, für Millionäre. Mutter, du kommst nie mit dem Haushaltsgeld aus. Du überziehst ständig. Ich schließe dich auf mein Geld. Und außerdem noch? Nein, danke. 17,36 wäre das dann bitte schön. Danke. Aber einen sehr tollen Hut haben Sie heute auf. Ja, das sagen Sie mal meiner Schwiegertochter. 17,36 Mark, das ist reinste Verschwendung. So, bitte sehr, 2,64 retour. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hasse es, kontrolliert zu werden. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Ich kontrolliere dich nicht. Doch, das tust du. Entweder führe ich jetzt den Haushalt oder du. Emmy, ich bin ja froh, wenn du uns hilfst und wir wissen ja gar nicht, wie wir jetzt ohne dich zurechtkommen. Na, dann lass mich doch den Haushalt nun führen. Wie ich mein Geld ausgebe, ist doch wirklich meine Sache. Dein Geld? Du warst doch damit einverstanden, dass wir zusammenlegen, na, oder? Ja, aber ich gebe doch für mich wirklich nichts aus. Da, also das Ding hat 19,50 gekostet. Emmy, darum geht es nicht. Wir müssen einfach sparen. Wir alle, auch du. Sparsamer als ich kann gar kein Mensch sein. Und ich bitte dich, geh jetzt endlich. Tamara kommt aus der Schule. Und ich will nicht, dass sie vor verschlossener Tür steht. Na schön, dann wird eben Uwe heute Abend mit dir reden. So geht das jedenfalls nicht weiter. Inzwischen tust du ja so, als würdest du uns betreuen und nicht wir dich. Ja, und dabei wird es auch bleiben. Ach. Ich nehme doch noch den Camembert. Ja. Ja!
Mist! Ja, Elektro-Diekmann? Bitte? Nein, die Polsterei gibt es nicht mehr. Kraft hat die Werkstatt aufgegeben. Ja, tschüss. Der Polsterer werden soll. Oh mein Gott, die teure Farbe. Kannst du denn nicht aufpassen? Ja, wenn du hier geblieben wärst, hätte ich nicht ans Telefon gemusst. Andauernd hat es geklingelt. Alle wollten die Polstermöbel bringen. Na, was war mit Mutter? Du musst heute Abend mit ihr sprechen, unbedingt. Sie ist bockig wie ein Kind. Ist nicht davon abzubringen, das Teuerste sei das Beste. Und wenn ich was sage, muss ich mir anhören, es sei schließlich ihr Geld. Naja, ist es ja auch. Das weiß ich selbst. Aber sie bringt im Moment nicht das geringste Verständnis auch für unsere augenblickliche Situation. Das ist es. Antje, Mutter ist alt. Sie ist das eben so gewohnt. Also und du, bitte vergiss nicht, ohne sie hätten wir den restlichen Kredit nie bekommen. Alles, was sie gespart hat, die ganzen 18.000 Mark, dient der Bank als Bürgschaft. Für uns. Und ohne ihre Rente wüssten wir kaum, wie wir über die Runden kommen sollen. Ja, ja, aber ist das ein Grund, französischen Käse zu kaufen für 18 Mark? Nee, du, die Sache hat zwei Seiten. Ohne uns wäre sie noch immer im Heim. Ja, und es ist nicht deine Schuld, dass du ihr Geld verwaltest. Das Gericht bestand ja darauf, dass du die Vermögenssorge übernimmst. Ja, sicher. Ja, aber sie glaubt, wir machen das alles nur, um sie zu schikanieren. Och. Sag mal, du, ich dachte, Emmys Bruder in Erfurt sei längst verstorben. Ja, ist er auch. So. Hier ist ein Brief gekommen für deine Mutter aus Erfurt von einem R. Hühnerfeld. Das ist nicht Richard, das ist Rosa, meine Cousine. Von der war das noch nie die Rede. Wieso schreibt die plötzlich an Mutter? Schließlich Familie. Na, hoffentlich steckt da nicht mehr dahinter. Sag mal, du mobst ja schon wieder ein halbes Ei. Das mag doch keiner und abends kriege ich keins. Mama sagt, die liegen schwer im Magen. Ja, das tun sie am Nachmittag auch. Hier garnier die Käseplatte. Aber lass noch ein paar Radieschen übrig. Wieso kommt Gernot nicht heute abends? Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Gernot muss büffeln für seine Prüfung. Du hast gesagt, wir feiern heute alle zusammen, weil Papa jetzt Meister ist. Und das ist ein wichtiger Tag. Ja, deshalb feiern wir ja auch. Aber Weihnachten haben wir alle zusammen gefeiert. Da hatte Gernot noch keine Prüfung und Alexander war noch nicht in München bei seinem Lehrgang. Wenn das so weitergeht, feiern wir nächste Weihnachten beide alleine. Wie kommst du denn auf diesen Unsinn? Mama und Papa sind ja kaum noch zu Hause. Ist das so richtig? Ja, zeig mal. Ha. Mein Gott, du bist ja ein richtiger Profi. Also das hätte ich nicht besser gemacht. Das ist unfair. Ich habe extra nicht genascht. Ich habe doch nur mal nachsehen wollen, ob sie holzig sind. Ja, ja, du hast immer eine Ausrede. Dann probier durch. Ich mag keine Radieschen, das hast du genau gewusst. Oh, du bist wie deine Omi. Ein richtiges Schlitzohr. Mua. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, also, Mensch, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Die werden eingerahmt, die erste Einnahme der Firma Elektro-Diekmann. Sieh lieber zu, dass du die verdoppelst, sonst verballt. Ist was passiert? Wir bekommen Logiebesuch. Bitte? Deine Cousine Rosa ist schon so gut wie hier. Mutter hat sie eingeladen. Wie kommt sie denn darauf? Hier, lies. Du hast Mutters Brief geöffnet? Ja, sei froh. Hast du wenigstens Zeit, dich an die Überraschung zu gewöhnen? Aber du kannst doch nicht einfach Mutters Brief eröffnen. Das verstößt gegen das Briefgeheimnis. Ja, Geheimnis ist genau das richtige Wort. Möchte wissen, was sie sonst noch so alles im Geheimen planen. Wenn man dem wenigstens wieder zuklicken könnte. Ach, Uwe! Dass wir deine Mutter bei uns aufgenommen haben, war selbstverständlich. Obschon unsere Wohnung zu klein ist. Und ihre Launen und Marotten, gut, sie ist deine Mutter und sie ist alt. Aber das hier, das geht zu weit. Sie lädt, ohne uns auch nur ein Wort zu sagen, irgendeinen wildfremden Menschen ein. Also wildfremd? Sie ist immerhin meine Cousine. Die du wie oft gesehen hast in deinem Leben? Einmal, zweimal? Sie ist fremder für uns als der Bäcker an der Ecke, auch für dich. Ja, über unseren Kopf hätte das Mutter nicht tun dürfen. Da hast du recht. Nein, nein, das geht nicht. Ich meine, trotzdem, wir sollten den Brief vielleicht erst mal vergessen. Vergessen? Ja, nur für heute. Ach, Antje, du versaust uns ja den ganzen Abend. Morgen knüpfe ich mir Mutter mal vor, nach dem Frühstück. Hat irgendjemand angerufen? Nee, bloß eine Dame, die ihr Chaiselong aufpolstern lassen will.
bisschen schräg gelegen. Ja? So sieht's nämlich hübscher aus. So, Sie kommen. Sie kommen. Zünden Sie Kerzen an. Na, endlich. Ach, komm. Macht schnell. Zieht euch um. Umziehen, wozu? Ja, wir feiern doch. Dazu müssen wir uns doch nicht umziehen, Mutter. Emmy, wir sind todmüde. Wir haben den ganzen Tag geschuftet. Morgen ist Sonntag. Da könnt ihr auch schlafen. Leider nein. Wir müssen morgen auch ran. Ich gehe mich erst mal waschen. Was hat sie denn? Was? Ach, sie ist nur müde. Oh, riecht das gut. Hammelbraten, komm schnell in die Küche. Gottes Willen! Meine Güte! Jetzt machst du aus! Ich hab nur die Serviette! Oh Gott, bloß, jetzt zieh dir das an, die schöne Decke. Tamara, ich hab dir tausendmal gesagt, du sollst nicht kuckeln. Ja, du hast doch gesagt, ich soll die Kerzen anstecken. Ja, aber doch nicht die Decke. Wie kommst du denn da? Sag mal, Emmy, du hast ja wieder alle Möbel umgestellt. Nein, nicht alle. Nur ein paar. Das sieht doch viel gemütlicher aus, nicht? Gibt doch viel mehr Platz. Und hier. Hier könnte ich dann alle meine Möbel unterstellen. Ich gehe mich mal eben waschen. Emmy, es ist hier zu eng. Sobald wir uns eine größere Wohnung leisten können, gern, aber hier geht es nicht. Ach, bis dahin sind Sie doch verfault in dem Schuppen, in dem ihr sie untergebracht habt. Wir mussten sie doch unterstellen. Der Richter hat Uwe deine Betreuung nur unter der Bedingung gegeben, dass du zu uns in die Wohnung ziehst und nicht mehr alleine lebst. Du hättest sie längst verkaufen sollen. Ich verkaufe doch meine Möbel nicht. Das Einzige, was ich noch habe. Sieh mal, hier ginge doch sehr gut meine kleine Kommode hin. Na, und da mein Sofa. Nicht? Da brennt was an. Was? Oh Gott, meine Kartoffeln. Oh. Ja, aber nur ein Stück. Gleich kommt der Braten. Mmh, Hammelbraten. Du isst jetzt keinen Lachs mehr. Mami, Papi. Ja, nur ein Stück. Sie hat sich doch so drauf gefreut. Ach genau, wann isst mir denn schon mal Lachs? Wenn du so weiter in dich reinstopfst, wirst du heute auch nicht schlafen können. Na, wenn schon. Er feiert ja nicht jeden Tag seine Meisterprüfung. Nun könnt ihr doch schon das bisschen Lachs. Ja. Na komm, so. Nein, nachts kriegt sie wieder Magendrücken. Na schön. Ehe er schlecht wird. Naja, ich muss jetzt nach der Soße sehen. Komm, komm mit. So, abschmecken. Du bist genauso unvernünftig wie deine Mutter. Jetzt auch noch Hammelbraten. Ach, Antje, nun lass doch mal fünf gerade sein. Jetzt aber Mund auf und gut kauen, sonst liegt sie im Magen. Wahrscheinlich füttert sie draußen Tamara mit Lachs. Natürlich, das war auch nicht anders zu erwarten. Tamara, ab ins Bett. Aber es gibt noch Hammelbraten. Du isst deinen Hammelbraten morgen Mittag. Oh. Mein Gott, sieht das hier wieder aus, das reinste Chaos. Los. Ach, nur wegen der paar angebrannten Kartoffeln. Ach was, sie einfach ins Bett zu stecken, ist doch keine Erziehung. Naja, ich meine, so ein Lachs hat es wirklich in sich. Einmal ist kein Mal. Antje ist einfach zu pingelig. Ne? Wie schmeckt dir mein Braten? Gut, oder? Wie früher zu Hause. Wohlbekomm's. Danke. Komm, gib deinen Teller, ich tu dir auf. Danke, ich nehme mir selbst. Bitte. Danke, keine Soße. Keine Angst, die ist nicht vergiftet. Nein, aber zu fett. Ohne Soße. Schmeckt doch gar nicht. Darf ich noch mal? Ja, Soßen müssen fett sein. Ja. Steht ja in jedem Kochbuch. Danke. Sag mal, was macht eigentlich deine Nichte in Erfurt? Was? Wer? Na, Uwes Cousine. Die Rosa. Die? Ja, wie kommst du denn auf die? Hat sie sich seit der Wende nie gemeldet? Doch. Doch, das hat sie. Die hat mal geschrieben. Uwe, das habe ich dir doch erzählt. So? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Und seit du bei uns wohnst? Sag mal, was ist das eigentlich? Ein Verhör? Ich kann doch noch schreiben, wem ich will, oder? Ach, sicher, Mutter, sicher nur. Was heißt nur?
Jemandem schreiben und jemanden einladen ist zweierlei. Wie kommst du denn auf einladen? Hast du oder hast du nicht? So, nun reicht's aber. Bitte kannst du mir mal erklären, was das hier soll? Ja, also Mutter, das ist alles ein bisschen peinlich. Das ist überhaupt nicht peinlich. Peinlich ist nur, dass du Rosa zu uns eingeladen hast, ohne uns auch nur ein Wort zu sagen. Das ist sogar mehr als peinlich. Bitte. Ihr habt meine Post geöffnet? Na, Gott sei Dank. Sonst hätten wir noch an das Märchen geglaubt, Rosa wäre rein zufällig vorbeigekommen. Und das hast du zugelassen? Nein. Aber in gewisser Weise hat Antje recht, nicht? Du kannst nicht einfach jemanden einladen, ohne uns vorher zu fragen. Das ist nicht jemand. Das ist Rosa, deine Cousine. Das ist Familie. Mutter, wir haben hier keinen Platz. Wo soll sie denn schlafen? Auf dem Flur? Und wir können sie auch nicht unterstützen. Wir knapsen selbst mit jedem Pfennig. Das ist einfach unverantwortlich von dir. Ist das auch deine Meinung? Na, du hättest zumindest vorher mit uns darüber reden müssen. Was dabei rausgekommen wäre, das siehst du ja. Emmy, auch wenn du das nicht kapieren willst, du wohnst jetzt bei uns und nicht mehr in deiner Wohnung. Und wenn du jemanden einlädst, musst du uns bitte schön fragen. Hör auf! Ich bin doch hier nicht in einem Gefängnis. Meine Post wird mir aufgemacht. Mein Geld wird mir weggenommen. Niemand nimmt dir dein Geld weg. Du hast selbst gesagt, wir können dein Erspartes als Bürgschaft verwenden. Und das Geld für die Haushaltskasse hast du freiwillig beigesteuert. Und darüber führe ich Buch, wie das Gericht es verlangt. Na, das muss ja ein schönes Buch sein, wenn du es führst. Du, wenn dir das alles nicht passt, dann geh doch wieder ins Heim. Nein, ich geh nicht in ein Heim. Ich gehe zum Gericht und denen werde ich sagen, dass ich es satt habe, von euch betreut zu werden. Damit ist Schluss. Sucht euch einen anderen Dummen. Und dir, mein Sohn, wollte ich nur sagen, du solltest dich schämen. Ohne mich würdest du hier nicht sitzen und Hammelbraten essen. Eigenen Kinder, meine Post zu öffnen, eine Schande. Na, das war zu erwarten. Ihr den Brief zu zeigen. Ausgerechnet heute. Eine schöne Feier ist das. Tut mir leid, aber das war überfällig. Sie tut ja so, als wäre es schon gar nicht mehr vorhanden. Sie nimmt doch hier alles in Beschlag. Einschließlich Tamara. Und wenn Rosa erst hier ist, dann führen wir der Ehe zu viert. Wir sind nicht befugt, Ihnen diese Auskünfte zu geben, Frau Diekmann. Das kann nur ein Richter. Morgen ist Herr Dr. Schäfer wieder im Amt. Dr. Schäfer? Ja, wieso? Das ist doch der, dem ich alles zu verdanken habe. Bitte können Sie mir nicht einen anderen Richter geben. Frau Diekmann, Sie sind hier beim Gericht und nicht in einem Supermarkt. Tut mir leid. Wann bekomme ich einen Termin? Eilig haben es die Herren doch nur, wenn sie was am Zeuge flicken wollen. Ich bin sicher, wenn Herr Dr. Schäfer Ihren Namen hört, kriegen Sie umgehend einen Termin. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe zu arbeiten. Vielen, vielen Dank für Ihre große Hilfe. Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, bitte. Entschuldigen Sie, aber ich habe einen Handschuh verloren. Ach, das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. In diesem Hause wird man nicht gerade mit Aufmerksamkeiten überschüttet. Ja, das kann man wohl sagen. Hatten Sie auch einen Termin? Nein, ich wollte einen, aber hier in diesem Haus wird man ja abgefertigt wie ein Postpaket. Schlimmer noch, was die sich erlauben im Namen des Gesetzes, ist echauffierend. Vor allem einer Dame gegenüber. Naja, die Herren hier Schöpfung. Na, die Frauen hier sind auch nicht viel besser. Man hat mich erwartet. Man hat mir ein Bußgeld auferlegt. Nur weil man mich im letzten Jahr dreimal angeschwärzt hat wegen Schwarzfahren. Also das ist doch lächerlich. Wieso, Sie sind schwarz gefahren? Ja, selbstverständlich. Ich fahre immer schwarz. Doch eine Schande, dass der Staat Menschen über 65 von sich aus den Nulltarif gewährt. Immerhin zahlen sie doch brav ihre Steuern. Ja. Oh, jetzt sind es beide. Bitte. Aber das bringen Sie den Herrn in den schwarzen Roben da oben herbei. Wissen Sie, womit Sie mir gedroht haben? Beim nächsten Mal wollen Sie aus mir eine Vorbestrafte machen.
machen aus mir. Eine angesehene, unbescholtene Bürgerin. Ja, aber mich haben Sie doch sogar entmündigt. Betreuung nennen die das heute. Nur weil mir drei Koteletts angebrannt sind. Also die finden doch immer Gründe, um uns Frauen niederzumachen. Noch dazu in unserem Alter. Was hat denn das Alter damit zu tun? Also das Wort Alter sollten wir in unserem Alter überhaupt nicht in den Mund nehmen. Also, es war sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Auf Wiedersehen. Ich muss da runter zum Bus, nach Altona. Nein, Moment, Moment. Da muss ich doch auch hin, zur U-Bahn. U-Bahn ist schlecht, zu viele Kontrolleure. Beim Bus hat man mehr Chancen. Kommen Sie, wir fahren Bus. Gut. Ich muss vorne einsteigen. Ich habe keinen Fahrschein. Das brauchen wir nicht. Ich habe jede Menge davon. Und die Fahrausweise, bitte. Ah, ja, Moment, Moment, die hab ich. So, bitte bedienen Sie sich. Ich brauche nur die, die Sie gerade gelöst haben. Ja, die sind dabei. Würden Sie mir die bitte zeigen? Wissen Sie, ich sehe so schlecht und meine Freundin auch. Ja. Würden Sie bitte so liebenswürdig sein und sie selbst heraussuchen? Warum werfen Sie die alten Scheine nicht einfach weg? Na, wegen der ständigen Kontrollen. Moment, Moment mal, ich bin gleich wieder da. Hallo, Freunde, nicht so eilig. Wenn ich vielleicht mal die Fahrausweise sehen dürfte. Hm? Ja, was ist? Wird das heute noch was? Oder? Die Jacke in die andere. Kommt, hier steigen wir mal aus und nehmen einfach mal die Personalien auf. So einfach ist das. Den sind wir los. Ja, aber Sie, Ihre Fahrscheine auch. Das macht nichts. Die gibt's umsonst. Also jetzt stellen Sie sich doch nicht so an wegen Ihrer Enkelin. Die wird doch auch mal alleine zurechtkommen. Ich wohne doch hier gleich um die Ecke. Ja, aber später als eine halbe Stunde darf es nicht werden. Sonst ist bei mir der Teufel los. Also ich finde, Sie sollten sich mal langsam emanzipieren in Ihrem Alter. Ich will das unbezahlte Kindermädchen. Wir können rüber. Was? Wir können rüber. So? Das ist mein Domizil. Was, die ganze Villa? Bewohnen Sie allein? Es ist zuweilen ein bisschen einsam, seit mein Mann vor fast 20 Jahren dahingeschieden ist. Kinder haben Sie keine? Nein, leider nicht. Es vertrubt Sie nicht mit meinem Beruf. So, kommen Sie rein. Das ist mein kleines Palais. Legen Sie ab. Danke. Ah. Es scheint ein bisschen unaufgeräumt, aber meine Anna ist seit 8 Tagen krank. Anna? Ja, unser früheres Dienstmädchen. Ja, ist heute auch schon 74, aber auf die heutige Jugend kann man sich doch nicht mehr verlassen. Kommen Sie. Sie sehen sich inzwischen ein bisschen um und ich brühe uns einen Tee. Die Annabelle Tiberius auf den Plakaten und Fotografien, das bin ich. Besser gesagt, das war ich. Ja, Tiberius. Annabelle. Sie waren sicher mal sehr berühmt, nicht? Ruhm. Ruhm ist nichts weiter als eine Grabinschrift. Schönheitssalon der Toten. Ja, früher. Verkehrt ihr alles
was in Hamburg Rang und Namen hatte. Die Herren lagen mir zu Füßen. Ja, aber das ist lange hin. So. Sie haben sicher ein aufregendes Leben hinter sich. Oh. Na, jedenfalls aufregender als meins. Mein Gott, Sie haben ein Glück. All diese schönen Möbel. Meine, die wurden alle untergestellt, als ich meine Wohnung aufgeben musste. Hübsch. Dieser Sekretär mit Spiegel. Den haben wir seinerzeit aus Venezuela mitgebracht. Wieso, Ihr Mann war auch Sänger? Nein, er liebte den Gesang. Aber er machte sein Geld mit Import und Export. Er schwärmte nicht an. Seinetwegen habe ich auf meine große Karriere verzichtet. So, kommen Sie, meine Liebe, sonst wird der Tee kalt. Nehmen Sie in Englisch? Bitte? Ich meine mit Sahne. Nein, ich trinke eigentlich nie Tee. Immer nur Kaffee. Tee ist gesünder, Sie sollten nicht umstellen. So, nehmen Sie einen Löffel von der Kirschkonfitüre. Das verstärkt das Aroma. Sind Sie nervös? Na ja, es wegen meiner Enkelin. Die kommt aus der Schule und die hat keinen Schlüssel. Da kümmern sich Ihre Eltern nicht um Sie. Doch, doch, natürlich. Aber mein Sohn hat gerade ein Geschäft eröffnet und da packt meine Schwiegertochter mit an. Und na ja, da ich sowieso nichts zu tun habe. Nutzen Ihre lieben Kinder Sie aus. Oh nein! Ich tue das sogar sehr gerne. Und Tamara braucht mich. Tamara? Ja, ist meine Enkelin. Die ist gerade 11. Seltsamer Name. Naja, heute will ja jeder was Besonderes sein. Haben Sie sonst noch Anna? Sie meinen Kinder? Nein, es waren zwei. Aber meine Jüngste, ja, die ist gestorben an Rippenfellentzündung. Da kann ich an ihn von singen. Eine böse Geschichte. Das war 1934 oder 35. Ist ja auch egal. Jedenfalls, ich hatte gerade mein Engagement an der Dresdner Staatsoper begonnen. Dresden, kennen Sie Dresden vor dem Krieg? Auch eine Traumstadt. Ich war verliebt in Dresden. Und wir hatten ein hochkarätiges Ensemble. Da war der Kammersek... Ja, Namen sagen Ihnen ja sicher nichts, ne? Sagen Sie mal, wie komme ich denn jetzt auf Dresden? Ich habe eine Nichte in Erfurt, die will mich besuchen. Aber die ist dort arbeitslos geworden. Ach, wie schön. Nein, Erfurt kenne ich nicht. Da habe ich ja auch nie gastiert. Und jetzt nehmen Sie doch noch eine Nein, Tasse. Nein, danke, ich habe noch. Sagen Sie nicht, wohin? Man habe Sie entmündigt? Na, nicht direkt. Mein Sohn verwaltet nur mein Vermögen. Nur? Ja, ja, Kinder. Ach, bin ich froh, dass mir das erspart geblieben ist. Nichts als Undank. Ich hatte da mal eine Kollegin in Berlin, auch Mezzosopran. Und was, wenn sie tatsächlich zum Gericht gegangen ist? Ach, sowas dauert. Edison Beschluss rückgängig machen. Mami, Papi! Püppchen, was machst du denn hier? Robert nicht nach Hause gekommen? Ich habe eine Viertelstunde vor der Tür gewartet. Ich hab Hunger. Ja, hier ist... Erbsensuppe. Das ist sehr lecker mit einer Menge Fleisch. Hoffentlich ist Mutter nichts passiert, das hat sie doch noch nie gemacht. Einmal ist immer das erste Mal. Ach was, wird bei Gericht länger gedauert haben. Was macht Omi denn auf dem Gericht? Sie will sich da noch was erkundigen. Und wenn das nun zur Regel wird, dass sie kommt und geht, wann sie will? Ach, das sagt sie so. Man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. Also ich finde, es ist vernünftiger, wir beugen vor. Tamara ist jetzt alt genug, sie kriegt ihren eigenen Wohnungsschlüssel. Dann sind wir nicht mehr auf Emmy angewiesen. Oh ja, den binde ich mir um den Hals mit einer Schnur. So wie Claudia. Die hat schon lange so einen Schlüssel. Aber du darfst niemanden in die Wohnung lassen. Nicht mal Leute, die du kennst. Ich darf keine fremden Leute reinlassen. Ich bin nicht fremd. Ich bin deine Tante Rosa aus Thüringen. Ich sag doch, ich kenn dich nicht. Kann ich wenigstens meinen Koffer bei dir unterstellen? Bist du wirklich meine Tante? Ja, wirklich. Hier, der Koffer. Wann kommt eine Oma wieder? Keine Ahnung, muss eigentlich längst hier sein. Und deine Eltern, wo finde ich denn die? In Papas Werkstatt, gleich um die Ecke. Ach was, Emilie, wenn Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, kommen Sie einfach vorbei. Ich bin doch immer zu Hause. Und kaufen sich einen neuen Hut, der ist scheußlich. Die Farbe steht Ihnen nicht. Nehmen Sie Pink, das macht jünger. Oh, vielen Dank. War wirklich schön bei Ihnen. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Und vergessen Sie nicht, zu Hause nichts gefallen lassen. Alter ist meist meine Ausrede. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Mensch und
Ganz allein in diesem Riesenhaus. Antje, jetzt mal gerade. Das ist nicht gerade. Ja, da bummelt es. Guten Tag. Sie wollen schon? Uwe! Ich bin Rosa. Und du bist Antje, stimmt's? Nett, dass wir uns mal kennenlernen nach so langer Zeit. Ja, sehr schön. Ja. Ja, herzlich willkommen in Hamburg. Ja, lange her, dass wir uns gesehen haben, nicht? Hat Emily euch nicht gesagt, dass ich komme? Oh, doch, doch, nur nicht so genau wann. Hast du kein Gepäck bei dir? Das ist schon in der Wohnung. Den Koffer hat mir eure Kleine abgenommen. Ist ein sehr folgsames Mädchen, die hat mich nicht reingelassen. Tut mir leid, es kommen ja heutzutage die unmöglichsten Typen an die Tür. Bleibst du länger? Das hängt davon ab. Ich wollte mich erst mal umsehen. Wir wohnen nämlich sehr beengt, vor allem seit wir Emmy bei uns aufgenommen haben. Das macht nichts, das sind wir gewohnt. Ich rufe jetzt mal Tamara an, dass sie Rosa reinlässt. Ja, für ein paar Tage geht's natürlich, aber nur für ein paar Tage. Alex kommt nämlich zurück und dann wird's unerträglich eng. Naja, du wirst die Wohnung ja sehen. Alex ist der Jüngere, stimmt's? Mhm. Und was macht Gernot? Ach, der wohnt zurzeit bei einer Freundin, aber man weiß ja nie, wie lange sowas gut geht. Ihr fangt ja auch gerade erst an hier, hat Tante Emmy geschrieben. Könnte ich euch doch vielleicht ein bisschen helfen? Ach, nö, nö, das ist nicht nötig. Das schaffen wir schon alleine. Das ist sehr freundlich von so, dir. So, jetzt kommst du in die Wohnung. Mach dich erstmal ein bisschen frisch. Mutter wird sich ja auch bald auftauchen. Ja, und wenn du Hunger hast, ist alles im Eisschrank. Tja, wir sehen uns dann später. Wir haben hier noch zu tun. Ja, also dann bis nachher, nicht? Mhm. Du findest doch zurück. Ja, wir haben in Erfurt auch ein paar Straßen. Bis nachher. Ja, tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss. Na. Da hat uns deine Mutter ja was Schönes eingebrockt. Das ist doch gar nicht möglich. Oma, bist du? Natürlich ich. Wer denn sonst? Na, nun mach auf. Na, sag mal, wie kommst du denn in die Wohnung? Ich habe jetzt einen eigenen Schlüssel. Den hat Mutti mir gegeben. Tut mir leid, es hat auf dem Gericht länger gedauert. Hast du denn schon was gegessen? Ja, bei Papa. Erbsensuppe. Was ist denn das für ein Koffer? Der ist von der Tante aus Erfurt. Rosa? Rosa ist hier? Ja, warum hast du sie denn nicht reingelassen? Mama hat mir verboten, fremde Leute reinzulassen. Das ist doch keine Fremde. Rosa ist deine Tante. Aber ich kenne sie doch nicht. Ja, aber wo steckt die jetzt? Bei Papi und Mami. In der Werkstatt? Ich. Rosa? Du bist Rosa? Und komm doch erst mal herein. Mein Gott, ich hätte dich gar nicht wiedererkannt. Wie freue ich mich, dass du da bist. Du siehst aber müde aus. Du kriegst eine Tasse Kaffee von mir. Das ist Tamara. Und Tamara, das ist deine Tante Rosa. Wir kennen uns schon. Sie ist ein kleiner Cerberus. Ein was? Ein Cerberus. Was ist das, Omi? Das ist ein... Das ist ein... Wird der Tante Rosa erklärt. Das ist ein Höllenhund, der den Schatz bewacht. So wie Omi und sein Papa. Ist das alles? Ja. Nur noch eine Kleinigkeit. Heute Vormittag war eine liebe Bekannte von Ihnen hier bei uns im Geschäftszimmer. Frau Diekmann. Doch nicht etwa die, die vor einem Dreivierteljahr. Genau die. Und was wollte sie? Ihre Betreuung aufheben lassen. Ich habe ihr einen baldigen Termin zugesagt. Sie hat's eilig. Ich auch. Geben Sie ihr den nächstmöglichen, bevor sie wieder die Presse rebellisch macht. Emmy, du hättest uns zumindest anrufen können, dass das Kind einfach vor verschlossener Türe steht. Du stellst dich wirklich an, als hätte ich Tamara 3 Tage und 3 Nächte vor der Tür stehen lassen. Also, wenn ich mal was sagen darf, das mit dem Schlüssel, das hättest du nicht machen sollen. Für Emmy sieht es doch jetzt so aus, als hättet ihr ihr das Vertrauen entzogen. Versetzt euch doch mal in ihre Lage. Das tun wir ja ständig. Denkst du, wir hätten sie sonst bei uns aufgenommen? Aber sie macht immer Sachen, die unmöglich sind. Antje, nun lass doch. Bitte, was mache ich für unmögliche Sachen? Zum Beispiel, dass du Rosa eingeladen hast, ohne uns auch nur zu fragen. Mein Gott, ich will doch hier nicht einziehen. Sobald ich eine Stelle gefunden habe, suche ich mir eine Bleibe. Das richtet sich wirklich nicht gegen dich, Rosa. Aber wir stecken zurzeit in einer finanziellen Klemme. In einem halben Jahr wäre das überhaupt kein Problem. Und du? Willst du gar nichts dazu sagen? Ja, natürlich bleibt Rosa erstmal bei uns, ist doch klar. Aber vielleicht solltest du dich trotzdem schon mal nach einem Zimmer umsehen. Ohne Geld? Wie soll sie das machen? Ja, das hättest du dir früher überlegen sollen. Na,
Das ist ja ein wunderbarer Empfang. Jahrzehntelang hieß es immer unsere Schwestern, unsere Brüder. Und nun kommt eine Cousine von drüben. Ja, braucht ein Dach über den Kopf. Und da habt ihr nicht mal eine Besuchsritze für sie. Rosa, komm. Na, wo willst du denn hin? Ich brauche frische Luft, mein Junge. Rosa, nun komm. Na, komm endlich. Tut mir leid, das konnte ich nicht ahnen. Davon hat Emmy kein Wort geschrieben. Komm doch hier. Das war kein guter Anfang. Weißt du, Antje ist sonst nicht so. Die hat Angst, sie ist überfordert. Die Werkstatt, weiß man denn, ob die läuft? Und dann, die Wohnung ist ja zu eng. Und mittendrin immer die Schwiegermutter. Ist auch kein Problem. Ja, dann ist es doch aber besser, ich fahre wieder nach Hause. Unsinn! Du bleibst hier und suchst dir eine Stellung. Unsere Supermärkte brauchen immer Personal. Und wenn das Gericht meine Betreuung aufhebt, dann suche ich mir sofort eine kleine Wohnung. Du nimmst dir wieder eine Wohnung? Ja, natürlich. Und wenn du willst, kannst du zu mir ziehen. Meinst du das im Ernst? Ja, natürlich. Geschädigte müssen zusammenhalten. Oder hast du Angst, wir gehen uns auf die Nerven? Emmy, wenn ich wieder Arbeit gefunden habe, dann kann ich ja zur Miete beisteuern. Na bitte. Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Hoch die Tassen. Auf unsere familiäre Wiedervereinigung. Frau Diekmann. Sprechen sich denn Ihre Kinder mit Ihnen nicht ab, wenn es um Geld geht? Speziell um Ihr Geld? Doch, doch, das schon, aber Sie verfügen ja über mein Geld. Ich darf ja nicht mal mehr an mein Konto. Tja, da werde ich Ihren Sohn mal zu mir bestellen. Nein. Doch, und eine Rechnungslegung von ihm fordern. Nein, also das möchte ich nicht. Das sieht ja so aus, als würde ich glauben, er wolle mich um mein Geld betrügen. Tja, wenn Sie glauben, dass er das nicht tut, warum wollen Sie dann die Betreuung aufheben lassen? Warum? Ja, ich möchte wieder so leben wie früher, bevor Sie mich zu einem Pflegefall gemacht haben. Ich habe Sie nicht zu einem Pflegefall gemacht. Sie waren seinerzeit ein Pflegefall. Nein, das... Frau Ich habe sie mir damals persönlich angesehen. Sie waren nicht ansprechbar. Und nachdem ich mit den Ärzten gesprochen hatte, die meinen Eindruck bestätigten, habe ich nach den Richtlinien gehandelt, die der Gesetzgeber für derartige Fälle vorgeschrieben hat. Ja, aber das war ja vorübergehend. Ich bin doch nun wieder ganz die Alte. Frau Diekmann, gesetzt den Fall, ich ließe die Betreuung aufheben. Falls das ärztliche Gutachten das befürworten sollte, was würde sich an Ihrem Leben ändern? Ich meine, Sie müssten sich doch glücklich schätzen, noch eine Familie zu haben, die sich um Sie kümmert. Kümmern? Man behandelt mich doch wie ein kleines Kind. Nicht mal wohnen darf ich mehr, wo ich will. Aber es war doch Ihr eigener Wunsch, zu Ihren Kindern zu ziehen. Ja, weil ich raus wollte aus dem Pflegeheim. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich natürlich in meine alte Wohnung gezogen. Aber das war ja nicht möglich. Dank Ihrer musste ich ja zu meinem Sohn ziehen, nicht? Dabei hatte ich eine wunderschöne Wohnung. Nur 345 Mark Miete. Warm. Also gut. Dann reichen Sie bei der Geschäftsstelle einen formlosen Antrag ein mit der Bitte, Ihre Betreuung aufzuheben. Und dann lassen Sie sich von unserer Amtsärztin, Frau Dr. Branding, einen Termin geben wegen eines psychologischen Gutachtens. Muss das sein? Ich habe nämlich mit diesen Psychiatern keine guten Erfahrungen gemacht. Also bitte, hier. Tut mir leid. Aber nach dem Gesetz muss ich überprüfen, ob Ihr Geisteszustand es zulässt, noch Ihre eigenen Angelegenheiten zu besorgen. Dauert das lange? Ich halte das nämlich nicht mehr aus. Ich muss bei meinen Kindern ausziehen. Ich suche mir ja schon eine kleine Wohnung. Bei der heutigen Wohnungsknappheit? Mhm. Ja, glauben Sie denn im Ernst, dass Sie mit Ihren knapp 1000 Mark Rente überhaupt noch etwas finden werden? Na, daran hätten Sie denken müssen, als Sie mir damals mein Leben verfuscht haben. Wegen drei angebrannter Koteletts.
Auf Wiedersehen, Herr Richter. Nein, nicht auf Wiedersehen. Frau Sebald, bitte laden Sie in kurzmöglichster Frist die Kinder von Frau Diekmann. Natürlich reichen Sie Ihren Antrag ein, und zwar gleich morgen, wie der Herr sich das anders überlegt. Oder wollen Sie bis ans Ende Ihres Lebens abhängig sein von Ihrem eigenen Sohn? Nein, er meinte ja nur, es könnte schwierig sein, wieder eine Billigwohnung zu finden. Er will Ihnen doch nur Angst einjagen, damit seine bürokratische Mühle nicht in Unordnung gerät. Nein, nein, meine Liebe. Sie finden eine Wohnung. Und wenn Ihre Nichte zu Ihnen zieht, ist das doch schon die halbe Miete. Naja, aber diese Amtsärzte, die machen mir Sorgen. Wissen Sie, diese Psychiater, ja? Die finden immer was, wenn sie was finden wollen. Das war damals genauso. Das ist nur eine Sache des Auftretens. Wenn man daherkommt wie ein armes Hascherl, hat man von vornherein schon alles verloren. Passen Sie auf. Sie gehen morgen zum Friseur, aber nicht zu irgendeinem, sondern zu meinem. Ich melde Sie bei meinem Meister nachher gleich an. Eine gute Frisur ist die halbe Untersuchung. Uwe? Ja, bist du fertig? Wenn dieser neue Auftrag klappt, dann gönnen wir uns eine Flasche Sekt. Die haben uns dann verdient. Ja, ich glaube kaum, dass jemand billiger arbeiten wird als ich. Sag mal, hast du den Azubi bestellt? Ja, Montag früh um 8, den Wuschelkopf. Ja, der macht dir den besten genau. Eindruck. Um 10 Uhr müssen wir zum Gericht. Na, bis dahin wirst du mit dem Jungen ja klargekommen sein. Also, dass Mutter jetzt auch noch damit anfängt, als ob wir sie um ihr Geld bringen wollten. Ja, ich weiß auch nicht. Seit Rosa da ist, ist sie nicht wiederzuerkennen. Du, am ersten ist aus und Ende. Und wenn Mutter an die Decke geht, wir sind ja kaum noch einen Augenblick allein. Ja, vielleicht findet sie ja bis dahin eine Stellung. Sieht doch ganz so aus. Ich meine, Mutter meint das jedenfalls. Ja, ob Stellung oder nicht, sie muss ausziehen. So geht das nicht weiter. Mit Emmy alleine werden wir schon fertig. Ging ja früher auch. Ich weiß auch nicht. Was ist denn nur in Mutter gefahren? Früher war sie doch ganz normal. Sie ist noch immer normal. Nur ihre Norm passt nicht auf unsere. Sie will nun mal, dass wir uns ihr anpassen. Und wir wollen das Gegenteil. Ja, und wer hat recht? Beide. Das ist ja das Dilemma. Hallo. Hallo. Ja, bitte? Bitte, wie lange dauert das noch? Es sind nur noch zwei vor Ihnen. Sie kommen gleich dran. Und wie ist die? Wer? Na, die Ärztin. Ja, Sie werden es ja gleich wissen. Und jetzt nehmen Sie am besten wieder Platz. Ich habe zu tun. Haben Sie schon einmal in Erwägung gezogen, dass Ihre Mutter, gesetzt den Fall, ich hebe die Betreuung auf, möglicherweise bei Ihnen ausziehen und sich wieder eine eigene Wohnung suchen könnte? Meine Mutter? Da ist gar nicht dran zu denken. Die ist doch froh, dass sie bei uns untergekommen ist. Hat sie etwas derartiges erwähnt? Ja, und selbst wenn, macht sie doch nie. Ja, und wenn nun doch? Könnten wir da irgendwas dagegen unternehmen? Nein, nur Sie beraten, das ist alles. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, Herr Diekmann. Und nur für den Fall, dass Sie wie schon einmal eines Tages zu mir kommen und mir Vorwürfe machen. Dieses Mal vielleicht, weil ich die Betreuung Ihrer Mutter aufgehoben habe. Aber das war damals ja ganz anders. Ich meine, fast das Gegenteil. Richtig. Aber in beiden Fällen handelt es sich um ein und dieselbe Person. Um Ihre Mutter. Und die kennen wir ja. Warum gucken Sie eigentlich so ängstlich? Weil Sie mich so anstarren. Ich starre nicht Sie an, sondern Ihre Frisur. Wieso? Sehe ich so schrecklich aus? Irgendwie passt diese Frisur nicht auf Ihren Kopf. Ja, glaubten Sie etwa, die Frisur könnte Ihnen bei der Untersuchung helfen? Nein, ich nicht, aber Annabelle. Die hat ja viel mehr Erfahrung als ich. Das war mal eine ganz berühmte Sängerin. Und jetzt tun Sie alles, was diese Annabelle Ihnen rät? Nein, aber in diesem Fall. Also wenn ich nach Hause komme, baue ich das alles wieder ab. Mag die Frisur auch nicht.
Halten Sie mich jetzt für Mischugge? Halten Sie sich denn für Mischugge? Nein. Naja, aber manchmal kommt man so ins Grübeln. Wissen Sie, wenn man wegen 3 angebrannter Koteletts eingesperrt wird, dann fragt man sich doch, bin ich Mischugge oder sind es die anderen? Aber die anderen, ja, die können es ja nicht sein. Die haben mich ja eingesperrt. Tja, darüber komme ich auch zuweilen ins Grübeln. Genau wie Sie. Sind Sie schon fertig mit mir? Ich musste mich nur davon überzeugen, dass Sie noch in der Lage sind, sich um Ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Und das habe ich getan. Schreiben Sie, dass Sie für die Aufhebung meiner Betreuung sind oder dagegen? Hören Sie, Frau Diekmann, wenn man alle Menschen betreuen ließe, die so sind wie Sie, dann müsste man 90% aller Menschen betreuen lassen. Und das werden Sie auch schreiben? In ein paar Tagen werden Sie wieder so schalten und walten können wie früher, bevor Ihnen die Koteletts angebrannt sind. Danke. Vielen, vielen Dank. Sie sind der erste Mensch, der mir wirklich hilft. Morgen bringst du sie mal ins Bett. Es wird ja langsam eine Zirkusnummer. Es ist ja noch viel zu früh. Um diese Zeit kann sie noch gar nicht müde sein. Da soll sie vielleicht hier rumsitzen und sich unsere Streitereien anhören? Nee. So geht das nicht mehr weiter, Uwe. Es ist unser Leben, unsere Wohnung und es sind unsere Kinder. Wir beide leben zusammen und müssen mit all dem fertig werden. Ja, ja. Ja, aber deine Mutter tut ständig, als wäre sie mit dir verheiratet. Nicht so laut. Ach was? Das kann gar nicht laut genug sein. Guten Abend, Mutter. Willst du dich nicht noch einen Augenblick zu uns setzen? Nein, ich will euch nicht stören. Nett von dir, aber da das bereits passiert ist, kannst du ja noch für einen Moment zu uns in die Küche kommen. Na, Mutter. Na. Willst du dich nicht setzen? Was wollt ihr von mir? Emmy, glaub uns. Rosa tut uns leid, sie hat es nicht leicht, aber uns geht es nicht besser. Sie ist jetzt schon über 3 Wochen hier. 3 Wochen. Und am Anfang war von 3 Tagen die Rede. Na und? Ein paar Tage werdet ihr sie doch noch ertragen können. Wir trauen uns ja schon kaum aus dem Zimmer. Außerdem, sie hat eine Stellung in Aussicht. Wahrscheinlich ab 1. Na, umso besser. Wir werden sie nämlich bitten, am 31. auszuziehen. Ja, wo soll sie denn hin? Na ja, zur Not kann sie ja auch im Büro schlafen, nicht? Für ein paar Nächte. In dem Verschlag kommt nicht in Frage. Rosa schläft in meinem Zimmer. Mutter, es geht ja nicht nur um die Schlafstelle. Bei uns ist es zu eng, sieh das doch ein. Das ist doch eine einzige Quälerei für uns alle. Mhm. Du hast also vor, deine eigene Cousine auf die Straße zu setzen. Hör auf, Emmy! Niemand setzt Rosa auf die Straße! Ich rede mit meinem Sohn. Mutter, nun reicht's! Du tust ständig, als wäre ich der Buhmann. Aber wer uns die ganze Sache eingebrockt hat, warst du! Hättest du Rosa geschrieben, was bei uns los ist, wäre sie wahrscheinlich gar nicht erst gekommen. Na schön, nun, ach, macht doch, was ihr wollt. Aber das eine sage ich euch. Wenn ihr Rosa vor die Tür setzt, dann ziehe ich auch aus. Und zwar am gleichen Tag, an dem das Gericht meine Betreuung aufhebt. Du willst ausziehen? Um Gottes Willen, wohin denn? Ach, das lass doch meine Sorge sein. Ich miete mir mit Rosa eine kleine Wohnung. Dann ist endlich hier wieder Frieden. Die hat ja bis jetzt nicht mal einen Anstellungsvertrag. Nein. Aber dafür hat sie ein Herz in der Brust, was euch fehlt. Mutter! Ich hab es satt, mich von euch als Kleinkind behandeln zu lassen. Mein Gott, Mutter, übertreibt doch nicht so. Es hat keinen Sinn, Uwe. Sie will es einfach nicht kapieren. Tut mir leid, wenn sie unbedingt ausziehen will. Bitte, Reisende soll man nicht aufhalten. Na, mein Junge, denkst du auch so? Mutter, mit dir kann man ja nicht reden. Du hörst überhaupt nicht mehr zu. Mit mir kann man nicht reden. Mhm. Danke. Das reicht. Mein Gott, was ist das für eine Welt geworden? Die eigenen Kinder setzen einem vor die Tür. Ihr solltet euch schämen, alle beide. Mutter, wo willst du denn hin?
Lass sie. In einer halben Stunde ist sie wieder hier. Ich habe das Gefühl, wir haben da einen kapitalen Bock geschossen. Warum? Das musste mal gesagt werden. Nein, der Vormundschaftsrichter. Vielleicht hätten wir uns doch gegen die Aufhebung aussprechen sollen. Rosa. Was ist denn? Hier lies. Vom Gericht. Vom Gericht? Na, was sagst du? Haben Sie deine Betreuung aufgehoben? Ja, da steht schwarz auf weiß. Aufgehoben. Emmy, das ist ja toll. Ich gratuliere. Oh, das ist mehr als toll. Das ist ein Geschenk. Rosa, ja, jetzt fängt dein neues Leben an. Wir ziehen aus. Wir suchen uns eine Wohnung. Aber erst gehen wir zu meiner Sparkasse und heben Geld ab. Emmy, ich erfahre doch heute um 10, ob es mit meiner Stelle klappt oder nicht. Es klappt. Von jetzt ab klappt. Alles. Emmy, vorausgesetzt, ich bekomme die Stelle. Du kriegst sie, so patent wie du bist. Hast doch jahrelang im AO-Laden gearbeitet. Schon, aber das war was anderes. Ach was, Butter ist Butter. Also, wir treffen uns später. Gegen 12. Ja, und Tamara? Tamara? Ach so, ja, der stelle ich was zum Essen hin. Kann sie sich aufwärmen. Rosa, das wird ein toller Tag. Erst holen wir uns Geld und dann wird gefeiert. Geht wieder nicht auf. Ja! Ja, ja! Ja, bitte? Um Gottes Willen, helfen Sie mir. Die junge Frau ist direkt vor ihrem Haus zusammengebrochen. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Sie ist ja schwanger. Sie muss sich unbedingt einen Augenblick ausruhen. Und ein Glas frisches Wasser. So helfen Sie ihr ja, doch. Moment, Moment, Moment. Kommen Sie erst mal in die Küche und Sie machen die Haustür zu. Will so schön. Ja, das haben wir doch gleich. Also das Wasser. Ja, Sie, wie viel Monat sitzt Sie denn? Kommen Sie, nun kommen Sie schon. Mein Gott, bin ich froh, dass Sie da sind. Ich war schon bei Ihren Nachbarn. Alles zu. Halt, Mensch, macht auf. Halten Sie fest, damit Sie nicht vom Stuhl rutscht. Jetzt springen Sie erst mal was. Und dann legen Sie sich nebenan für ein paar Minuten aufs Sofa. Ach, was, Kaffee? Das hier wird Ihnen auf die Beine helfen. Kein Alkohol hat der Arzt verboten. Ach, was? Sekt schadet nie. Trinke ich auch immer, wenn ich niedrigen Blutdruck habe. Aber sie ist hochschwanger. Na und wenn schon? Ist doch kein Liter. Ja, nun trinken Sie doch mein schon. Mein Gott, warum kochen Sie denn keinen Kaffee? Sie sehen doch, dass sie keinen Alkohol will. Was sie will oder nicht, spielt hier gar keine Rolle. Wo wollen Sie denn hin? Ich rufe den Notarzt. Der wird entscheiden. Und ausgerechnet, ich fall darauf rein. Frau Diekmann, Sie waren ja schon eine Ewigkeit nicht mehr hier. Ja, aber nun haben Sie mich wieder. Hier, meine Betreuung ist aufgehoben. Ich darf wieder an mein Konto. Na, mein Glückwunsch. Da können wir ja den Mündelvermerk löschen. Frau Wismut. Ja, bitte? Könnte ich nicht heute, ich weiß, vor Ultimo, einen kleinen Vorschuss kriegen? Wir möchten nämlich feiern. Nur 200 Mark, genügen. Meine Rente ist doch sicher. Ja, ich denke, das geht. Moment, ich bin gleich zurück. Vielen Dank. Bitte, es klappt. Und jetzt richten wir dir auch gleich ein Konto ein. Nein, Emmy, das möchte ich nicht. Das hat noch Zeit. Aber nein, je eher du ein Konto hast, je eher kannst du überziehen. Nur das fängt ja gut an mit Schulden. Ach, Schulden. Du verdienst doch jetzt. Das ist nun mal bei uns so. Alle leben auf zu großem Fuß. Und vorneweg, Vater starb. Ach, gut so. Machst du nächstes Mal alleine. Bringt zwar nicht viel, aber ist Kundendienst. Und bevor du abhaust, fegst du noch mal die Werkstatt durch, ne? Geht in Ordnung, Chef. Wir scheinen Glück zu haben mit unserem Azubi. Der kapiert schnell, hat Spaß an der Sache. Na, wie weit bist du? Von dem dicken Auftrag bleibt nicht allzu viel. Du hast ein bisschen eng kalkuliert. Was blieb mir denn übrig bei der Konkurrenz? Muss ich eben Überstunden machen? Geht ja in die eigene Tasche. Ja. Auf jeden Fall können wir die Zinsen für die Kredite zahlen. Ich war ein bisschen Glück.
Mutter und Rosa, was wollen die denn hier? Scheinen sechs Richtige im Lotto zu haben. Oh, stören wir oder können wir eintreten? Tag, Mutter. Tag, mein Junge. Tag. Guten Tag. Habt ihr eine Bank ausgeraubt? Nein, wir feiern ein wenig. Rosa hat heute eine Anstellung bekommen. Gratuliere. Hübsch, der Pullover. Ja, hab ich ihr geschenkt. Übermorgen fängt sie an. Über 2000 Mark im Monat. Brutto. Da geht ja noch eine Menge von ab, nicht? Jedenfalls über 2000. Bin fertig, und Chef. Tschüss, bis ja, morgen. Ja, tschüss, Heiner, bis morgen. Und ich habe einen Brief vom Gericht bekommen. Meine Betreuung ist aufgehoben. Ja, da kann man ja wohl nur gratulieren. Freut mich für dich, Mutter. Mhm. Oh, und für dich natürlich auch, Rosa. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Weißt du denn schon, wo du ab 1. unterkommst, Rosa? Nein. Gehalt bekommt sie erst am Monatsende. Und bis dahin wohnt sie bei mir. Es sei denn, wir finden vorher eine kleine Wohnung. Mutter, schlag dir das aus dem Kopf. Unter 1000 Mark habt ihr überhaupt keine Chance, jedenfalls nicht hier in der Stadt. Da musst du schon aufs Land ziehen. Es gibt auch billige Wohnungen in der Stadt. Ich lese ja jeden Tag die Anzeigen. Deine Mutter weiß alles besser, da kommst du nicht gegen an. Lass sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Vielen Dank, Antje, vielen Dank. So, das wär's wohl. Wollt ihr nicht wenigstens noch einen Kaffee trinken? Ein Kaffee? Ja, ist doch noch nicht mal 6. Ich habe das Gefühl, es ist 11:55. Sei unbesorgt, morgen Abend ziehe ich auf jeden Fall aus. Was heißt das? Wohin willst du denn? Ich werde schon was finden. Nein, du bleibst und wohnst bei mir. Solange ich da Wohnrecht habe, ist sie auch dort zu Hause. Emmy, ich habe Antje versprochen, am Monatsende zu ziehen und ich ziehe aus. Das ist das Beste für uns alle. Keine Sorge, ich finde mich schon irgendwie zurecht. Hauptsache, euch beiden geht's gut. Na ja, vielleicht kann sie noch ein paar Tage bleiben. Sie will ja gar nicht, hast du doch gehört. Warum schläfst du nicht für ein paar Nächte hier im Büro? Wir stellen dir ein Feldbett auf. Komm, Rosa, wir gehen. Ja, oder in unserem Wohnwagen draußen. Nein, nein, da habe ich eine bessere Idee. Ihr geht zum Bahnhof, holt euch ein paar Obdachlose. Die küssen euch vielleicht die Hände. Komm, Rosa. Aber für ein paar Tage ginge das doch. Na, unmöglich. Wohnwagen um diese Jahreszeit? Nein, du bekommst ein richtiges Dach über den Kopf. Dafür sorge ich. Gleich morgen früh gehen wir los und besorgen uns eine hübsche kleine Wohnung. Ach, Rosa, Rosa, so jung habe ich mich lange nicht gefühlt.